Herzlich willkommen zurück zu Duett. Hier habe ich euch verlassen. Ich mache direkt weiter. Ich bin jetzt gerade heiß. Ich will diese beiden Kapitel noch schaffen in dieser Folge am besten, um dann die auch hochzuladen. Und dann springen wir rein. Resilient. Ich weiß halt nicht, was das heißt. Ich hätte googeln können. Okay. Oh, wieder so langsam. So ungewohnt. Eben gerade noch die Beschleunigung gemacht. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das da vorwärts ging. Jetzt urplötzlich haben wir hier so ein relativ langsames Level. Das ist wieder so ungewohnt. Aber da muss man sich auch wieder reinfinden jetzt. Okay, okay. Schade. Das war knapp. Hätten wir auf jeden Fall direkt schaffen können. Aber wir wissen jetzt ungefähr, was auf uns zukommt. Das habe ich nicht kommen sehen. Na, verstehst du? Wir wissen, was auf uns zukommt. Das habe ich nicht kommen sehen. Na egal. Schlechter Witz, ich weiß. Aber es gehört zu mir. Dieser schlechte Witz. Dieser schlechte Humor. Und wir werden das hier jetzt auch irgendwie hinreißen. Also, nochmal. Direkt danach wieder nach links. Okay. Also das hier ist einfach. Das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. So, so. Das ist schon wieder dieses Alternierende, dass man urplötzlich wechselt. Das ist nicht nett. Zu früh. Zu früh zu reagieren ist auch nichts Gutes. Lasst euch Zeit. Oh, das war knapp, wie ich da mit dem vorherigen schon durchkam. Das sah auf jeden Fall nicht so schön aus, wie ich es mir erhofft hätte. Ja, so, hier der hier. Das war jetzt überhaupt nichts. Komm schon. Jetzt kriege ich gerade diesen Gedanken nicht hin. Bei dem... Das ist natürlich nicht schön, wenn man so einen Fehler dann immer wieder macht. Krass, wie das Hirn jetzt nach diesem schnellen Level wirklich mit diesen langsamen Bewegungen nicht klar... Also ich komme gerade damit gar nicht klar. Komm schon, es läuft gerade sehr gut. Verdammt nochmal. Es lief gerade so gut. Ich hätte einfach die Klappe halten sollen. Einfach mal so einen ganzen Run mal nichts sagen sollen. Kaum sage ich's, geht's wieder nach hinten los. Sehr unschön. Ja, jetzt ist auf jeden Fall eine schwierigere Sache. Konzentration wieder dahin zu bringen, wo ich eben bei dem langen Run war. Ist aber halt auch so ein kleiner Spagat, ja. Ich will ja euch einerseits hier möglichst gut zeigen, was man kann. Aber andererseits muss ich ja auch ab und zu mal reden. Ich kann jetzt nicht hier komplett verschwiegen bleiben. Das hat jetzt keinen Sinn, ja. Ich mache hier keinen Walkthrough, sondern es soll ein Let's Play sein. Na also. Okay, hier haben wir Doppelklatter am Anfang. Der ist Switchy Reno. Oh, oh, da wird auf einmal ganz langsam. Habt ihr es gesehen? Ah, verdammt, ich hab's schon gemerkt, dass es zu langsam ist. Oder ist es nur so eine optische Täuschung, dass es langsamer wird? Kommt es mir nur so vor, oder ist das langsamer? Jetzt war ich total überrascht, dass da auf einmal was kam. Ich glaube, das hat man aber vorher schon gesehen, oder? Dieses Viereck da oben. Das habe ich jetzt gerade voller Konzentration nicht wahrgenommen, dass da ein Viereck war. Also ein Quadrat. Ich sage immer Viereck. Es ist ja auch ein Viereck.
Aber hier sind ja nur Vierecke, sind ja nur Vierecke unterwegs. Was anderes ist es ja hier gar nicht. Das sind nicht alles normalerweise Rechtecke. Keine Quadrate. Das war ganz große Kunst hier, ja. Zu weit, zu schnell, zu hoch. So wird das nichts mit dem Schaffen des Epiloges in dieser Folge. Ich möchte den ja eigentlich abschließen heute. Da das ja auch zwei kürzere Level sind, nur drei Kapitel quasi. Da ist er. Ich habe gerade noch so reagieren können. Mich hat dieser Gedanke an dieses Teil wieder so fertig gemacht gerade. Naja, das war auch wieder nicht das Wahre. Das war nicht das Gelbe vom Ei, nein, es war ein blaues oder rotes. Okay. Jetzt hatte ich da wieder gedacht, dass da schon dieses Viereck kommt. Das ist aber erst nach diesem Part gewesen. Es ist so blöd. Dieses ganze dauernde Wiederholen und alles. Ich kann mir auch nicht merken, was da gerade wann kommt. Okay. Aber ich bin weiterhin motiviert, dieses Ding noch zu schaffen in der heutigen Folge. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge mit dem nächsten Thema, sage ich mal, anfangen. Wir werden natürlich am Ende der Folge noch einen Ausblick machen, was es dann wird. Ganz klar. Ich muss ja auch wissen, was es ist. Ich muss ja die Thumbnails kreativ, wie ich bin, vorbereiten. So, jetzt kommen wir gleich zu diesem einen Part, wo da urplötzlich der nämlich ist, genau. Sehr schön. So, jetzt haben wir den hier. Hier geht's auf einmal wieder schneller. Jetzt übertreiben sie es, oder hier. So, der kommt. Der ist unsichtbar. Der wird unsichtbar. Der wird unsichtbar. Der wird unsichtbar. Der wird unsichtbar. Da muss man so durch. Also das finde ich ist mit unglaubliches Glücksspiel am Ende. Bei diesen Unsichtbaren. Da musst du so ein Glück haben, dass du das Timing richtig hinkriegst. Weil du es ja wirklich nicht mehr siehst. Wenn du es natürlich vorher schon mal markiert hast, dann siehst du es ja ein bisschen länger. Das erkennt man ja hier gerade auch, dass da urplötzlich noch so ein bisschen länger dieser Farbklecks nachhallt. Aber das ist halt wirklich so krass unfair. Ich wundere mich, dass ich diesen zweiten Wirbelding hier immer hinkriege. Zu früh. Da muss man wirklich Zeitgefühl haben. Das muss man quasi wirklich spüren. Wann könnte denn da was kommen? Vor allen Dingen, wann höre ich auf? Wie schnell bewegen sich die Dinger fort? Wie schnell hören sie auf? Und dann wird es fast zum Glücksspiel. Mehr ist das nicht mehr. Aber okay. So nicht. So wird das ganz bestimmt nichts. So, rüber, rüber, rüber. Rüber. Rüber, rüber, rüber. Drehen, durch. Weg, hin, dahin, dahin, drehen, rum. Dahin, 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 dahin. Warten, zurück. Verdammt! Ich war wieder relativ nah, glaube ich, am Ziel. Dann wäre nämlich die Resilienz schon mal abgeschlossen gewesen. Wir hätten dann den Sprung in den letzten Part machen können. Ich
nehme auch in maximal 2 Folgen eigentlich auf, in der Regel. Zumindest am Stück. Ich habe auch schon mehrere Folgen an einem Tag aufgenommen, aber dazwischen war dann ein bisschen Pause. Weil dieses dauernde Gewirbel und diese Konzentration auf dem Bildschirm mir persönlich sonst echt zu viel wird. Nein! Das war das verdammte Ende! Es ist so beschissen unfair. Ich war doch quasi schon durch. Ich weiß nicht, wie ich da bis dahin durchkam. Ich habe da oben im Prinzip nur noch irgendwie gedrückt. Das war nicht wirklich Wissen, wo was sein kann. Das war reines Glück. Mehr war das nicht. Ich muss es leider zugeben. Ja. Ich will ja kein Lob für Sachen haben, die ich nicht wirklich selbst zu verantworten habe. Das ist so ein bisschen armselig, wie ich finde. Aber das ist so nervig. Du siehst die ja gar nicht. Und das Problem ist ja, die sind ja auch, wenn sie unsichtbar sind, immer noch mit der Hitbox verbunden. Das heißt, du kannst sie ja immer noch treffen. Ja, es ist ja völlig egal, ob du sie siehst oder nicht siehst. Sie sind weiterhin da. Das macht es so unglaublich schwer. Komm schon. Gut, vielleicht wird es doch nur dieses eine Kapitel in der Folge. Wir schaffen es gar nicht zu beenden, weil ich dann doch länger brauche, als ich dachte. Aber ich habe auch nicht mit solch bösen Leveln gerechnet, ja, das muss ich auch mal sagen. Das sind jetzt gerade so Passagen, wo ich nicht weiß, warum ich da durchkomme. Ganz ehrlich. Ich gebe es gerne zu. Also hier, das hier noch ja, aber das andere, reiner Zufall. Die Resilienz geschafft. Ich will mal ganz kurz gucken, was Resilienz eigentlich ist, weil deswegen seid nicht überrascht, dass das hier jetzt ein Standbild hat. Das ist in der Psychologie und heißt Zurückspringen. Die psychische Widerstandsfähigkeit, Krisen zu bewältigen und durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Ja, das hat man gesehen in dem Level auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein bisschen kürzerer Part, aber immerhin etwas. Bis zum nächsten Mal. Ciao!